Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gottesdienstteilnehmer. Recht herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Wir wollen heute Tauffest feiern und diese Feier geht viel weiter hinaus als nur hier in unserer Gemeinde. Diese Feier wird auch im Himmel gefeiert, wenn Menschen hinzugefügt werden zu der Christenheit. Ganz besonders heiße ich auch die vier Täuflinge recht herzlich willkommen hier, die uns heute etwas aus ihrem Leben berichten wollen, was Jesus in ihrem Leben getan hat, verändert hat. Und nachher wollen wir sie auch noch taufen. Ich möchte uns zur Begrüßung auch noch einen Vers lesen aus Apostelgeschichte 4, den Vers 12. Da steht so geschrieben: Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und genau dieses wollen diese vier Jugendlichen heute bezeugen, dass es kein anderes Heil gibt, als nur in und durch Jesus Christus. Lasst uns gemeinsam beten. Großer Gott, wir kommen durch Jesus Christus vor dein Angesicht und wollen dir loben und preisen. Wir wollen dir Danke sagen für diesen wunderschönen Sonntagmorgen. Wir wollen dir Danke sagen, dass wir Tauffest feiern dürfen. Vier Jugendliche, die sich dir angeschlossen haben, die sich bekehrt haben, die sich neu aufgemacht haben und die sich heute taufen lassen wollen. Jesus Christus, bitte möchtest du dieses Fest segnen, dass es kann zur Ehre für dich dienen. Und dass diese Jugendlichen auch können hier einen neuen Anfang beginnen. Schenke uns als Gemeinde, dass wir auch im Gebet hinter diese Jugendlichen stehen können und dass wir auch können durch Gebet dieses ganze Programm tragen. Jesus Christus, komm und möchtest du dieses segnen und alles Störende fernhalten. In deinem Namen bitten wir das. Amen. Amen.
Zur Einleitung möchte ich uns den Text lesen aus Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 41. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Der gelesene Abschnitt und auch mit den Versen davor, wo der Heilige Geist auf diese Erde ausgegossen wurde, wo die erste Gemeinde entstand, davon haben wir, glaube ich, alle oder die meisten von uns oft gehört. Und wenn wir die Verse vorher lesen, zu den gehörten Versen, dann merken wir, dass die Reaktionen der Menschen damals, die dabei waren, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, dass die sehr verschieden waren, die Reaktionen. Manche Menschen, die dabei waren und das beobachteten, was da geschah, die waren verwundert. Es steht da in Vers 7, demselben Kapitel, dass Verwunderung da war. Man wusste nicht, was geschah. Andere, steht da in Vers 12, die waren ratlos. Ratlosigkeit war zu spüren. Wo würde dieses hinführen? Was würde noch geschehen? Oder welches würden die Ursachen sein? Und dann gab es auch solche, in Vers 13 wird davon geschrieben, die spotteten. Die spotteten über das, was geschah und über das, was die Apostel sprachen, und sagten, die sind betrunken. So merken wir ganz verschiedene Reaktionen in diesem Ereignis, in dieser Geschichte. Und diese Situation, wo so viele Menschen zusammen waren, wo so verschiedene Reaktionen waren, die nutzt Petrus aus und er fängt an zu predigen. Vers 14 steht, da trat Petrus auf mit den Elf zusammen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Er fängt an zu predigen und dann folgt eine längere Predigt, die werden wir hier jetzt gar nicht ganz lesen. Ich werde einige Gedanken davon betonen oder herausnehmen. Dann in Vers 37 lesen wir, als sie aber das hörten, als sie diese Predigt des Petrus hörten, dann waren sie sehr bewegt. Welches war nun der Inhalt der Predigt? Was betonte Petrus hier, dass ihnen das so wichtig wurde? Petrus erinnert hier die Zuhörer an Jesus, der in ihrer Mitte war. Er sagt, Jesus war hier auf dieser Erde mit euch gewesen. Er hat sich gezeigt in seinen Taten, in Zeichen und Wunder. Er war mitten unter euch. Er hat mit euch zusammen gelebt. Das ist Tatsache. Und er sagt ihnen auch, diesen Jesus, den habt ihr Juden durch die Hand der Heiden, ihr habt andere dazu gebraucht, Jesus Christus ans Kreuz zu schlagen. Ihr habt diesen Jesus durch die Hand der Heiden ans Kreuz schlagen lassen. Und vielleicht glaubt ihr da noch sogar, dass ihr dadurch viel geleistet habt. Ihr habt einen Störenfried aus dieser Welt geschaffen. Das sagt er nicht in den Worten, aber kann gut sein, dass er das auch wird gemeint haben. Dem ist nicht so, sagt Petrus. Er wurde durch den Ratschluss Gottes und durch Gottes Vorsehung dahingegeben. Das ist gar nicht, weil ihr so viel geleistet habt und diesen Jesus aus der Welt geschafft habt, das so wichtig ist, sondern es ist Gottes Vorsehung. Es ist sein Ratschluss, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist und dass er für die Sünder,
für die Menschen am Kreuz gestorben ist. Ihr habt euch dazu brauchen lassen. Und gerade den, sagt Petrus, den hat Gott auch auferweckt. Diesen Jesus, den hat Gott auferweckt. Und er hat ihn nicht nur auferweckt, sondern auch zum Herrn und Christus über alles gesetzt. Das ist in kurzen Worten die Predigt, die Petrus damals sprach. Zu diesen Juden, zu diesen Menschen, die da versammelt waren. Da stehen sie nun vor dieser Tatsache. Dann sagt es da in Vers 37, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Man könnte auch sagen, sie spürten sich heftig geschlagen durch diese Worte, durch diese Predigt. Oder es war so, als ob ihnen jemand würde ins Herz stechen. Sie waren verblüfft. Sie hörten hier, sie verstanden und sie begriffen auch manchmal, was geschehen war, auch was sie getan hatten. Und das zeigt dann, denke ich, auch die Frage, die sie dann daraufhin stellen. Sie fragten dann nämlich, was sollen wir tun? Was ist jetzt dran, wenn das so die Tatsachen sind? Was müssen wir dann tun? Und fast scheint es einen verzweifelten Unterton zu haben. Und zu dem Wort erst dann nü. Man wieder alles die Dune handen, Jesus als Herr. Und man wieder nü dönen. Was sollten sie denn jetzt tun? Das Wirken des Heiligen Geistes erwies sich als mächtig in den Herzen der Menschen. Jetzt waren sie bereit aufzunehmen. Wenn wir heute als Gemeinde hier versammelt sind, mit diesen 4 Taufkandidaten zusammen, dann ist ja das auch das, was wir auch heute noch erleben können. Gerade dieses. Irgendwann ist es diesen 4 Personen, ich weiß nicht wie, sie werden nachher noch aus ihrem Leben erzählen, ist es ihnen durchs Herz gegangen, ist es ihnen wichtig geworden, ist es ihnen klar geworden, dass Veränderung in meinem Leben passieren muss. Ich muss mein Leben ändern. Ich muss einen anderen Weg gehen. Ihr habt euren Zustand erkannt. Vielleicht wart ihr sogar auch verzweifelt. Und ihr wart mit einmal bereit, zu hören und zu verstehen und euer Leben Jesus Christus zu übergeben. Davon könnten wir, die wir hier versammelt sind, viele von uns erzählen, dass wir dieses ebenfalls auch erfahren haben. Und ich denke, das ist immer wieder wichtig, dass wir diese Haltung auch in unserem Leben weiter beibehalten, dass wir bereit sind zu erkennen, dass wir bereit sind zu hören, dass wir bereit sind zu verstehen, auch wenn wir schon lange Christen sind und unser Leben immer wieder und auch weiter Gott anzuvertrauen. Petrus antwortet dann in Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Seine Antwort auf diese Frage, was sollen wir dann jetzt tun, die war sehr eindeutig und sehr klar. Das bedeutet, die Einstellung, das Herz, die Ausrichtung des Lebens zu ändern. Ich habe erkannt und ich bin bereit, mein Leben zu verändern, verändern zu lassen mit der Hilfe Gottes. In unserem Text heißt es, dass die Juden hatten Jesus verworfen. Jetzt wollten sie und sollten sie ihm vertrauen und an ihn glauben. Das ist Veränderung. Sie gingen in eine Richtung, jetzt sollten sie umdrehen und in eine andere Richtung gehen. Lasst euch eure Sünden vergeben. Lasst euer Abgewandtsein gegen Jesus sein. Kehrt euch zu Jesus. Lasst euch taufen als Zeichen, dass ihr eure Einstellung, euren Sinn geändert habt, damit andere es sehen, dass in euch eine Veränderung vorgegangen ist.
Und das ist gerade das, was wir hier heute in dieser Versammlung erleben wollen. Dass vier junge Personen mit der Taufe öffentlich vor uns bezeugen, dass sie Veränderung in ihrem Leben erfahren haben. Das wollen sie damit sagen. Und dann sagt es hier weiter in diesem Vers, denen, die Buße tun und das Geschenk der Versündenvergebung annehmen, denen gilt die Gabe des Heiligen Geistes. Denen gilt die Gabe des Heiligen Geistes für euch und euren Kindern und für alle, die ihr fern wart oder alle, die fern sind. Die Gabe des Heiligen Geistes ist etwas Großartiges. Davon lesen wir in Johannes auf mehreren Stellen. Ich will eine Stelle zitieren, Johannes Kapitel 14, Vers 26. Da sagt es, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, auch wenn ich zu meinem Vater zurückgehe, zum Himmel, ich werde euch nicht alleine lassen. Ihr bleibt nicht alleine zurück. Der Heilige Geist wird kommen, der wird bei euch sein. Der wird euch erinnern an das, was ich euch gelehrt habe. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes, sagt Paulus hier. Buße tun, taufen lassen, Vergebung der Sünden erfahren, den Heiligen Geist bekommen. Das ist die Antwort des Petrus auf diese Frage. Ihr Täuflinge, ihr seid uns heute ein wunderbares Beispiel in dieser Sache. Ihr habt Buße getan, ihr wollt euch taufen lassen heute, ihr habt Sündenvergebung erfahren und ihr habt den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Sehr schön und wunderbar. Und wir, die wir mit Ihnen feiern, wir wollen auf diesem Weg bleiben. Wir wollen diesen Weg weitergehen. Personen, die dieses noch nicht erfahren haben, die sind heute aufgerufen, diesen Schritt ebenfalls zu tun, diesen Schritt zu gehen. Bei diesem ganzen Ereignis, als dieses alles hier so geschah, steht da auch in Vers 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Was für ein Erlebnis wird das gewesen sein? Und vielleicht haben die Menschen damals gedacht, diese Völker oder diese Gruppen, die damals zusammen waren, könnte dieses Gefühl, könnte diese Freude, könnte dieser Sieg doch für immer so bleiben? Könnte das doch immer so sein, diese Hochgefühle? Und wir würden vielleicht auch sagen, könnte das doch auch weiter so gehen? Könnte das immer so bleiben, dass wir so froh sind, wie wir heute sind? Könnte das so bleiben? Aber es geht weiter im Leben. Das wird damals auch weitergegangen sein. Und der Vers 42, der lehrt uns auch, wie es weitergehen kann. Den haben wir erst nicht gelesen, ich lese ihn noch dazu. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. So kann es weitergehen. In der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Damals die Gläubigen, die sich bekehrt hatten, die sich taufen ließen, sie waren neu auf ihrem Weg und mussten weiter wachsen, mussten weiter unterrichtet werden, mussten weiter hinzulernen. Ich denke, das ist für uns heute ebenfalls ganz dringend notwendig, dass wir in der Lehre der Apostel bleiben. Nicht nur, wenn man neu ist auf dem Weg als Kind Gottes, sondern auch später ist es notwendig, dass wir auf diesem Weg der Lehre der Apostel bleiben, gerade auch um die Richtung, um die richtige Richtung beizubehalten. In der Lehre der Apostel bleiben. Weiter sagt es da, in der Gemeinschaft. Sich entscheiden für Jesus Christus
muss jeder persönlich. Aber um nachher bestehen zu bleiben, brauchen wir die Gemeinschaft untereinander, brauchen wir uns gegenseitig als Kinder Gottes. Und diese Gemeinschaft, die kann sich besonders auch in zwei Sachen zeigen. Da wird ja einmal vom Gebet, im Miteinander und Füreinander gesprochen, dass wir uns gegenseitig miteinander, füreinander unterstützen durch unsere Gebete. Diese Gemeinschaft kann geschehen im Brotbrechen. Da können wir einmal davon sprechen, dass das das einfache gemeinsame Essen ist. Und wenn wir gemeinsam feiern, Freundin zusammen, mit einer anderen Familie zusammen, Ehepaaren zusammen, dann stärkt das Beziehungen. Es macht Mut, es macht Freude, miteinander zusammen zu feiern und gemeinsam das Essen zu uns zu nehmen. Aber hier wird auch vom Abendmahl gesprochen. Und das wollen wir heute nachher auch noch gemeinsam feiern, Abendmahl. Als Gemeinde, als Kinder Gottes sind wir an einer gemeinsamen Sache beteiligt. Und das wollen wir feiern, indem wir uns an Jesu Leiden und Sterben, seinen Tod für die Vergebung unserer Sünden erinnern wollen. Das stärkt. Das hilft in der Beständigkeit. Beständig sein, einen guten Anfang machen, aber weiter auch beständig sein in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Ich wünsche, dass wir alle gemeinsam auch durch dieses Fest können gestärkt werden, dass wir immer wieder bereit sind zu hören, zu suchen und dass wir bereit sind für Buße, für Vergebung und dass wir dann aber auch bereit sind, beständig weiter im Glaubensleben zu wachsen. Das wünsche ich euch, dass ihr darin weiter wachsen könnt, vorwärts kommen könnt. Das wünsche ich uns allen aber, dass wir ebenfalls darin bleiben. Wir wollen beten. Gott, lieber Vater, danke, dass du in Jesus Christus auf diese Erde gekommen bist. Danke für deinen Tod, für dein Leiden, für die Auferstehung, für die Himmelfahrt, für deinen Sieg. Wir danken dir, Herr, für deine Liebe, die jeden Tag neu ist, die jeden Tag da ist, für deine Gnade. Danke, Herr, dass wir diese Botschaft hören konnten, schon von sehr jung. Danke, dass wir diese Botschaft an unsere Kinder weitergeben können, an unsere Mitmenschen, unsere Nachbarn. Danke, Herr, dass diese Botschaft wirksam ist. Und das sehen wir heute auch wieder klar, dass junge Menschen diese Botschaft von dir gehört haben, dass sie darauf geantwortet haben und dass sie den Weg mit dir durch ihr Leben gehen wollen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du sie segnest, dass du sie stärkst und sie weiterführst und hilfst. Wir alle, Herr, wir wollen uns dir anbefehlen und wir bitten um deinen Beistand, wir bitten um Kraft und um Mut, immer wieder in der Nachfolge zu bleiben. In Jesu Namen. Amen.
Wir wollen jetzt übergehen zu den Zeugnissen und wir fangen gleich an mit Leander und gehen dann die Reihe nach. Bitte schön. Hallo, mein Name ist Leander Theus und ich bin der Sohn von Bernie und Rosella Theus, beides Glieder dieser Gemeinde. Ich bin 17 Jahre und habe zwei Brüder und gehe zurzeit beim CFB zur Schule. Meine Eltern haben mir von klein auf immer aus der Kinderbibel vorgelesen und wir fuhren auch zur Sonntagsschule. Ich wollte immer etwas erleben, damit, wenn ich mit 20 oder so um das Alter mich bekehrte, ich anderen zeigen konnte, dass auch wenn man ein verlorenes Leben führte, Gott da ist, auch wenn man das nicht verdient. Ich habe in der Dorfschule sehr viele Probleme gehabt und mochte es, Regeln zu übertreten. Ich habe nie lange über Konsequenzen nachgedacht, sondern mir kam der Gedanke und ich sagte der Tat, was ich dachte. Damit habe ich zu manch einem Menschen das Leben schwer gemacht. Mit 7 Jahren bekehrte ich mich einmal auf eine Evangelisation, was aber nicht sehr lange anhielt, da ich noch nicht viel von dem Sinn erkannte. Und mir wurde das Bibellesen und Beten egal, weil ich daran zweifelte, ob es Gott wirklich gab. Ich dachte mir so, die anderen Kulturen hatte auch jemand angefangen zu glauben. Und was ist, wenn man das hier auch hat? Wäre ja möglich, dass es Gott gar nicht wirklich gibt und dass er nur erfunden ist. Als mir 2019 dann eine wichtige Person sagte, dass sie, wenn ich nicht bekehrt bin, nichts mehr zu tun haben wollte, bekehrte ich mich, aber nahm das irgendwie nicht wirklich ernst, obwohl ich wieder Bibel las und betete. Dann 2020 auf der Jugendfreizeit von Laguna Capitan bekehrte ich mich, da ich sah, dass mein Leben nicht gut war und ich wollte ja zum Himmel. Dann fing ich an, das Christenleben etwas ernster zu nehmen, tat aber trotzdem noch viele Sachen, die nicht so gut waren. Als mir eine wichtige Person auf die Sachen hinwies, habe ich schon mit den meisten Sachen aufgehört. Dann, einmal als ich wieder mit dem Motorrad unterwegs war, dachte ich so nach und mir fiel auf, dass ich keine Kontrolle über mein Leben habe. Und so entschloss ich mich, noch einmal den Bekehrungsprozess zu tun, auch wenn ich dachte, dass ich mir auf der Freizeit schon bekehrt hatte. Mir fühlte sich dieses anders an, als ich jenes in Erfahrung hatte. Und von da an nehme ich das Christenleben ernster. Eigentlich wollte ich mich schon eher taufen lassen, zweifelte dann aber und meldete mich nicht an. Dann, als ich von diesem Taufkursus erfuhr, dachte ich nicht lange nach und meldete mich an. Ich möchte mich bei den Personen entschuldigen, denen ich durch Worten oder Taten verletzt habe. Ich bin auch bereit für ein Gespräch. Ich bedanke mich bei Marcelo für den lehrreichen Taufkursus und bei meinen Eltern und den Personen, die mir immer geholfen haben. Ein Vers, der mir wichtig geworden ist, steht in Jesaja 53, Vers 6. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Mein Wunsch ist es, in dieser Gemeinde aufgenommen zu werden und Gott mit meinen Gaben zu dienen. Außerdem würde ich mich gerne der Fürbitte der Gemeinde empfehlen, damit ich ein gottgerechtes Leben führen kann. Danke. Mein Name ist Johanna Giesbrecht und ich bin 17 Jahre alt und ich wohne in Rheinland. Meine Eltern sind Hugo und Gisela Giesbrecht, beide Mitglieder dieser Gemeinde. Ich bin mit Jesus an meiner Seite groß geworden und meine Eltern haben mir immer von Jesus erzählt. Auf einer Laguna Capitan Freizeit im Jahre 2018 habe ich mich dann für Jesus entschieden. Jedoch blieb ich vor Versuchungen nicht verschont. Ich fing an mit den Jahren zu zweifeln, ob es Jesus wirklich so gibt und ob er wirklich so mächtig ist, wie alle sagen. Und warum er genau mich so gemacht hat, wie ich bin. Und dann fiel mir auf einmal auf, dass ich gar nicht das wert bin, gerettet zu werden, dass ich das gar nicht verdienen kann, gerettet zu werden. Und ich merkte, so wie ich bin, ist kein anderer und so lebe ich nicht für mich, sondern für Gott. Als ich an dem Abend schlafen ging, wusste ich, ich wollte mich taufen lassen, aber ich wusste nicht wann. Eines Nachmittags fiel es mir vor Schuppen vor Augen jetzt. Und eigentlich wollte ich mich erst taufen lassen, wenn ich 18 wäre, aber Jesus hatte andere Pläne. Ich meldete mich an und ich freue mich sehr, hier vorne zu stehen. Ich möchte Danke sagen für Jesus und für seine unbeschreibliche
Gnade und seine Vergebung. Ich möchte auch meiner Vertrauensperson danken, dass sie immer für mich da war, und meine Eltern, die immer für mich gebetet haben. Danke auch an alle Menschen, die mein Leben etwas bunter und kreativer machen. Guten Tag. Ich bin Daniel Funk, der Sohn von Manfred und Jennifer Funk. Ich komme aus Friedensfeld und gehe momentan aus der Schule am Kollege Neuhof. Als Kind wurde mir das Beten und Bibellesen von meinen Eltern beigebracht. Ich habe es persönlich immer sehr wichtig gefunden, zu beten, was ich dann auch regelmäßig tat. Doch als ich älter wurde, vergaß ich immer mehr davon und stellte Fußball am ersten Platz in mein Leben. Es war meine Priorität und es kam vor alles andere in mein Leben. Da hatte ich dann bei einem Spiel eine Verletzung erlitt und ich für ein paar Monate nicht mehr spielen konnte, stellte ich fest, wie schnell das alles vorbei sein kann. Da ich jetzt nicht mehr Fußball spielen konnte, für ein paar Monate fing ich wieder an, regelmäßig in der Bibel zu lesen und zu beten. Mir wurde bewusst, dass nur Gott mein Leben lang für mich da sein kann und alles andere sehr schnell vorbei sein kann. Ich übergab mein Leben Gott und bekehrte mich. Meine Beziehung zu Gott ist gewachsen und er hat mir immer wieder gezeigt, dass er treu zu uns halten wird. Gott hat mir gezeigt, dass mein Wert als Mensch nicht davon abhänge, was für Leistungen ich bringe, sondern dass wir alle gleich wertvoll in seinen Augen sind. Ich habe gelernt, Gott zu vertrauen und dass, wenn er den ersten Platz in unserem Leben hat, uns nie etwas fehlen wird. Im nächsten Jahr plane ich, nach Ascension zu gehen, um eine Ausbildung als Veterinär zu machen. Ich will auch in meiner Zukunft Gott mit meinen Gaben dienen und ihm vertrauen, egal wo er mich hinführt. Ein Bibelvers, der mir wichtig geworden ist, steht in Matthäus 17, Vers 20. Weil ihr nicht wirklich glaubt, antwortete Jesus, ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesen Bergen sagen, rücke von hier nach dort, und es wird geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein. Ich möchte mich bei Marcelo Klaas für diesen lehrreichen Taufkurs bedanken und mein Wunsch ist es, hier in dieser Gemeinde getauft und aufgenommen zu werden. Dankeschön. Guten Morgen. Mein Name ist Bastian Keller, Sohn von Harald und Monika Keller. Ich bin 21 Jahre alt und arbeite zurzeit bei Lactios Treol. Ich hatte das Vorrecht und die Segnung, in einem christlichen Elternheim aufzuwachsen. Ich habe auch jeweils an Sonntagsschule, Jungschar, Teenies und Jugendstunden von dieser und auch anderen Kirchen teilgenommen. Meine Bekehrung kam, soweit ich weiß, schon mit jungem Alter auf einer Gebetszelle. In meiner Jugend habe ich meistens die Zeit mit Gott etwas auf die leichtere Schulter genommen und oft nur Andachten lesen und beten vor dem Schlafengehen. Vielmehr hatte ich sonst nicht mit Gott. In diesem Jahr, wie auch viele andere Menschen, hat mir die Pandemie oder auch die Krankheit an für sich viele Sorgen und Ängste und so weiter gebracht. Dabei habe ich Zuflucht bei Gott gesucht und er hat meine Last, Sorgen, Ängste, Schmerzen von mir genommen und mir Ruhe gebracht. Seitdem habe ich angefangen, ein intensives Christenleben zu führen, mehr und das täglich in der Bibel zu lesen und mich auch zur Taufe entschlossen. Dabei arbeite ich jedoch auch jeden Tag weiter, eine bessere Person zu sein. Mein Wunsch ist es, Teil dieser Gemeinde zu werden und mit meinen Gaben zu dienen und den Namen Jesus Christus zu erhöhen. In erster Stelle bedanke ich mich bei meinen Eltern, zu denen ich immer sprechen und immer Zuflucht finden kann und ihre volle Unterstützung habe in allem, was ich tue. Auch bei meiner Freundin Janice bedanke ich mich, dass sie mir trotzdem viele Veränderungen in der letzten Zeit immer wieder beigestanden ist. Abschließend bedanke ich mich auch bei Marcelo Klassen für seine Begleitung, nicht nur während dem Taufunterricht, sondern auch vorher, dass er mir geholfen hat in schweren Momenten und auch Mutzusprüche mitgegeben hat. Mein Taufspruch steht in Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Danke. Ihr habt uns in euren kurzen Zeugnissen ein bisschen in euer Leben reinschauen lassen. Da ist noch viel mehr. Und ihr habt von Veränderung gesprochen, die ihr erfahren habt. Und das ist wunderbar, das zu hören. Für Entscheidungen, die ihr getroffen habt, Jesus nachzufolgen. Und wenn wir eure Freunde, Freundinnen, eure Eltern, Geschwister fragen würden, die würden das bestätigen, denke ich, dass ihr Veränderung erfahrt und erfahren habt. Und das ist sehr schön, das zu wissen. Und
zum Gläubigwerden, zum Kinder Gottes werden, dazu gehört auch die Taufe. Menschen, die Kinder Gottes geworden sind, die ihr Leben Jesus gegeben haben, die lassen sich, sollten sich irgendwann taufen lassen. Das gehört dazu. Wir haben in Apostelgeschichte 2 gelesen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Oder auch wenn wir diese Geschichte weiterlesen, wie zu Anfang, dann finden wir, dass gleich an dem Tag ließen sich viele Menschen taufen. Oder Markus 16, Vers 16 sagt auch, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das spricht doch davon, dass gläubig werden und Taufe, dass das zusammengehört. Und so macht ihr es heute. Das sehen wir heute vor unseren Augen. Und wir wollen euch gerne mit der Taufe bedienen. Ich will euch mehrere Fragen stellen. Und zum Teil habt ihr diese Fragen schon davon selber schon gesprochen. Aber um das alle gemeinsam noch einmal auf den Punkt zu bringen, werde ich euch die Fragen stellen. Und ihr könnt dann immer nach jeder Frage alle gemeinsam antworten. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Die erste Frage lautet, sind dir alle deine Sünden, die du in Gedanken, in Worten und in Taten begangen hast, sind sie dir herzlich leid? Was antwortest du? Die zweite Frage, bekennst du den Glauben an Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes und der verheißene Heiland der Welt ist? Ihr könnt antworten. Dritte Frage, hast du Jesus Christus als deinen persönlichen Heiland angenommen? Okay. Viertens, willst du künftig dem Worte Gottes gehorsam sein und dein Leben im Glauben dem Herrn weihen? Was antwortet ihr? Und die letzte Frage, wünschst du auf dieses Bekenntnis nach dem Befehl des Heilandes getauft zu werden? Antwort? Wir freuen uns, dass ihr diesen Wunsch habt und wir wollen euch jetzt gerne mit der Taufe bedienen. Ihr könnt euch hinsetzen, wir rufen die dann einzeln hier nach vorne, um dann die Taufe zu vollziehen. Leander, du hast bekannt, dass Jesus Christus deine Sünden vergeben hat. Du hast bekannt, dass du an den Sohn Gottes, Gott unseren Vater, glaubst, dass er für dich gestorben ist, dass er auferstanden ist. Du hast bekannt, dass dir deine Sünden vergeben sind und aufgrund dieses Bekenntnisses taufen wir dich im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Möge Gott, unser Vater, dein Leben erfüllen und dir viel Freude, seinen Segen und Wachstum in der Nachfolge schenken. Amen. Johanna, auf dein Bekenntnis hin, wo du bekannt hast, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist, und auch auf dein Bekenntnis, dass du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland aufgenommen ist, dass du seine Nachfolgerin bist. Dieses Bekenntnis hin taufen wir dich im Namen Gottes, im Namen des Vaters und im Namen des Sohnes. Gott, unser Vater, der möge dein Leben segnen, der möge dir die Fülle des Heiligen Geistes schenken und dir Kraft geben und stärken im Leben mit Gott, unserem Vater. Amen. Daniel, du bekennst heute vor den Menschen, dass du an Jesus Christus glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dass er auferstanden ist. Du bekennst auch, dass er dein persönlicher Heiland geworden ist,
dass er dein Herr ist, dass du Sündenvergebung erfahren hast. Und auf dieses Bekenntnis hin taufen wir dich im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Gott segne dich und erfülle dein Leben mit der Kraft seines Heiligen Geistes und er schenke dir viel Freude und seinen Beistand in deinem Leben mit Gott, unserem Vater. Amen. Bastian, auf dein Bekenntnis, das du heute bezeugt hast, dass du heute bezeugst, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist. Auf dein Bekenntnis, dass Jesus Christus dein Herr und Heiland geworden ist, dass du sein Kind bist, dass er dir die Sünden vergeben hat. Auf dieses Bekenntnis hin taufen wir dich im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Möge Gott, unser Vater, dich reichlich segnen, dich erfüllen mit der Kraft seines Geistes und dir viel Freude und Mut und seinen Beistand und Wachstum in deinem Leben geben. Amen. Wir wollen gemeinsam um Gottes Segen für diese jungen Personen bitten. Ich bitte, dass wir alle gemeinsam aufstehen und wir wollen beten. Gott, unser Vater, gemeinsam als ganze Gemeinde, als Freunde, Bekannte, Eltern, Brüder und Schwestern, kommen wir alle zusammen zu dir und sind dir von ganzem Herzen dankbar für diesen Moment, für diese Feier. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für deine Liebe, für deine Gnade, die wir heute erfahren. Danke, Herr, dass diese Personen, die wir gerade eben getauft haben, dass sie deine Kinder sind. Danke, Herr, dass sie diese Entscheidung getroffen haben, dir zu folgen, sich von dir führen zu lassen. Danke, Herr, dass du in ihrem Leben Veränderung schenkst und dass du Pläne mit ihrem Leben hast. Und wir wollen sie dir heute anbefehlen, dass sie auf diesem Weg in deiner Nachfolge bleiben mögen. Stärke ihren Glauben und hilf, dass sie immer wieder bestrebt sein können und sind, dir zu folgen, dass sie bestrebt sein können, in ihrem Glaubensleben zu wachsen, dass sie bereit sind, sich für dein Reich einzusetzen, ihre Gaben einzubringen und sich von dir gebrauchen zu lassen. Herr, wir wollen um deinen Schutz bitten für sie, dass sie in Zeiten, wo es schwierig ist, Zeiten der Kämpfe, Zeiten der Versuchungen, dass sie standhaft sein können, dass sie sich immer wieder an dich wenden und dass sie zu reifen und stabilen Christen heranwachsen können. Schenk ihnen Brüder und Schwestern, Freunde, Bekannte in der Gemeinde, die ihnen eine Stütze sind und behilflich zur Seite stehen können. Herr, wir wollen sie dir anbefehlen und wir bitten um deinen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich und der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Jetzt gleich anschließend wollen wir sie auch hier formell als Brüder, Schwestern in der Gemeinde aufnehmen und sie willkommen heißen. Und sie können damit auch zu uns hier in der Gemeinde gehören. Leander, bitte dich, steh einmal auf. Ich heiße dich willkommen in der Mennonitengemeinde von Loma Plata. Und der Herr segne dich und setze dich auch für andere zum Segen. Johanna, ich heiße dich willkommen in der Mennonitengemeinde von Loma Plata. Und möge Gott dich segnen und auch für andere zum Segen setzen. Daniel, ich heiße dich willkommen
als Bruder in dieser Gemeinde, der Mannitengemeinde von Loma Plata, möge Gott dich segnen und auch für andere reichlich zum Segen setzen. Bastian, ich heiße dich willkommen in der Mannitengemeinde von Loma Plata und möge Gott dein Leben segnen und auch für andere zum Segen gereichen lassen. Ich will jetzt Ihnen die Taufscheine überreichen. Als erstes Leander Miguel Tövs. Sein Taufspruch steht in Jesaja 53, Vers 6. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Johanna Giselle Giesbrecht. Ihr Taufspruch steht in Jesaja 59, Vers 1. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könnte. Daniel Raphael Funk, sein Taufspruch steht in Matthäus 17, Vers 20. Weil ihr nicht wirklich glaubt, antwortete Jesus, ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berge sagen, rücke von hier nach dort, und es wird geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein. Bastian Keller, sein Taufspruch steht in Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Thank you.
Wir sind am Schluss des ersten Teiles angekommen und ich lade noch einmal ein zum Abendmahl, das wir gemeinsam mit diesen Neugetauften feiern wollen. Alle Gemeindemitglieder sind recht herzlich willkommen, dass sie bleiben, egal ob von dieser Gemeinde oder von anderen Gemeinden. Ihr dürft gerne bleiben und mit uns zusammen das Abendmahl feiern. Für die, die uns verlassen, möchte ich die Verse lesen aus 2. Korinther 13, Vers 11 und 13. Und ich bitte, dass wer kann, aufsteht. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.